Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop zu einem neuen Experiment. Ich halte hier in meiner Hand ein einfaches Flacheisen, das ist jetzt 4 mm stark, Stahl, unlegiert, Baustahl, und wir wissen alle, es ist relativ weich. Wenn ich das jetzt auf die Kante haue, wirst du sehen, was für Macken wir hier reinmachen können. Heute will ich dir ein einfaches Prinzip zeigen, wie du diesen Stahl unzerstörbar machen kannst, beziehungsweise die Kante, wie du sie aufhärten kannst mit einfachsten Mitteln. Und das Zeug liegt bei dir rum. Ich spreche von kaputten alten Bohrern, die du nicht mehr einsetzen kannst. Wie das Ganze funktioniert und wie gut das Experiment wird, wirst du es natürlich erfahren. Um in meinem Experiment die Kante von diesem weichen Blech aufzuhärten, nehme ich einfach einen Bohrer oder die Reste, die kaputt waren, schweiße mir das Ganze, punkte mir das Ganze an meinen Zusatz dran und schweiße die Kante wie geübt, als würde ich das mit einem normalen Zusatz machen, auf. Ich habe hier 4 mm starke Materialbleche. Der Bohrer ist relativ dünn am Anfang, das heißt mit moderaten 80 Ampere DC-Bereich können wir losstarten. Man sieht auch, wie er sich jetzt schön in der Nahaufnahme abschmilzt und ablöst wie ein normaler Zusatz. Man muss halt gucken, wenn man an das dicke Ende kommt, da muss man ein bisschen langsamer gehen, aber das funktioniert wunderbar. Du kannst wunderschön wie mit normalem Zusatz die Kante aufschweißen. Der Prozess funktioniert ganz easy. Guck nur, dass der Bohrer sauber ist, den du dann nachher verschweißt. Und was erhoffen wir uns dadurch? Wir erhoffen uns natürlich diesen gehärteten Stahl, aus dem der Bohrer nun mal besteht. Wir wollen diese Eigenschaften auf unserer Kante. Ist doch logisch. Die Frage ist natürlich, was macht die Temperatur da an der Stelle? Macht sie meinen gehärteten Bohrer kaputt? Finden wir es raus, indem wir jetzt diesen Schlagversuch wiederholen, meine lieben Schweißtechnikfreunde. Jetzt wollte ich, um den Effekt besser zu sehen, die Bleche vorher auch schön polieren. Die Schweißung, die wir aufgebracht haben, das Gut wollte ich gut hervorheben und habe es poliert, aber nicht geschliffen. Und habe damit genauso mit dem weichen Blech davor den Tisch bearbeitet. Und was sehen wir hier? Viel tiefere Einschläge in unserem Tisch, die wir vorher gar nicht hatten, und an unserem Muster, was wir geschweißt haben, noch nicht mal einen Kratzer. Das ist einfach unfassbar, wie hart dieses Blech bzw. diese aufgeschweißte Kante geworden ist. Es ist auch nichts abgerissen, nichts abgebrochen. Ich hatte richtig Spaß dabei, meinen Tisch zu vergewaltigen, und habe dazu gleich nochmal das alte Blech genommen, um einfach das zu reproduzieren, und siehe da, wir können mit dem butterweichen Blech noch nicht mal eine ordentliche Macke in den Tisch reinbringen, aber das Blech sieht schon total verformt aus. Also es ist unfassbar hart, die Stelle, die wir aufgeschweißt haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so nicht erwartet. Nachdem wir unsere Schweißnaht poliert haben und gesehen haben, wie stabil und robust das Zeug ist, haben wir gedacht, treiben wir das Ganze ein bisschen weiter und schleifen das grob an und gucken, wie es sich da verhält. Nix. Nichts. Kein Unterschied nach dem ersten Anschliff, trotzdem unzerstörbar. Also gehen wir ein Stückchen weiter und machen das Ganze, ich sag mal, fast messerscharf, ja, dass wir richtig dünne Spitze vorne haben. Also dünnen das wirklich extrem aus und wiederholen den Vorgang. Man sieht ja hier beim Schleifen,
dass ich auch sehr lange dafür brauche. Ne? Also da merkst du schon, was für widerstandsfähiges Zeug das ist. Plus, bevor ich jetzt auf die Kante haue, kann ich damit auch vorführen, wie hart das ist, indem ich hier ein Stückchen Holz oder den Stiel von meinem Hammer auch problemlos hineinschneiden kann. Ja, und jetzt geht's auf die Kante. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben hier unter einem Millimeter eine scharfe Kante und damit hauen wir jetzt auf meinen Schweißtisch ein. Und siehe da, auch da total widerstandsfähig. Ist immer noch intakt. Jetzt hau ich volles Rohr drauf. Hammer ist immer noch ganz. Also ich habe mir hier gedacht, dass ich hier mehr Macken reinmache, aber wie wir sehen, habe ich nur Macken in meinem Tisch und meine Klinge, so gesehen, ist absolut scharf und das ist für mich wirklich schon fast unglaublich. Also ich muss das hier wirklich sehen, damit ich das glaube, weil vorher hätte ich das niemals geglaubt. Kommen wir zum Fazit, meine lieben Schweißtechnikfreunde. Toll hast du gemacht, Igor, aber was sind denn die Einsatzmöglichkeiten für sowas? Ich würde das sehen als eine Art Optimierung, Verbesserung von einem kaputten Hackebeil, kaputtes Messer. Könntest du so aufhärten und scharf machen. Du siehst ja, wie robust das Ganze ist. Plus man könnte eine Klinge aus dem Rasenmäher rausholen, die natürlich auch auffrischen. Dann kannst du über Stock und Stein fahren. Wäre kein Problem. Das Ding würde alles mitnehmen, wie wir sehen. Ich muss hier auch ehrlich gestehen, Ich habe die Idee woanders gesehen. Ich habe die Idee beim Jody von Welding Schweiß. Was laber ich denn hier? Ich habe das beim Jody gesehen von WeldingTipsAndTricks.com und ich habe es nicht geglaubt. Ja, der hat dort einen Hammer, einen Schlackerhammer aufgehärtet und ich habe gedacht, ja toll, aber ich glaube nein. Und dann habe ich das hier ausprobiert und ich glaube immer noch nicht, wie hart das Zeug ist. Ja, vor allen Dingen diese kleine scharfe Kante und ich haue damit auf den Tisch. Ich habe hier keine Macke und hier habe ich eine Kerbe dran. Das ist doch unfassbar. Was hältst du von diesem Experiment? Oder hast du sowas schon mal gemacht? Schreib unten bitte einen Kommentar. Daumen hoch, abonnieren. Klingel aktivieren, meine lieben Schweißtechnikfreunde, denn ich habe euch lieb. Ciao.